dem Fall natürlich konkret eine Vorlesung, die wir gehabt haben zum Innovationsmanagement. Und die mir sehr viel Spaß gemacht hat und habe eine sehr engagierte Truppe, sowohl an Professoren quasi und als auch an Studierenden gehabt. Ja. Ja, ich habe ja studiert in Münster, habe promoviert hier in Münster, habe auch irgendwie einen Faible für Forschung und Lehre, obwohl ich hauptberuflich mein Geld damit verdiene, Brillen zu verkaufen. Deswegen ist es immer wieder schön, hier zu sein und sich ein bisschen auszutauschen, entweder zu alten Zeiten oder zu Theorie und Praxis. Und wir haben seit kurzem auch einen tollen Laden, Mr. Specs, wo es hervorragende Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen zu gigantisch guten Konditionen und toller Betreuung gibt. Ja, prozessual haben wir uns dem Markt und dem Kunden genähert, indem wir einfach mal 200 Einzelinterviews geführt haben und 5000 strukturierte quantitative Interviews, haben die wirklich gedreht und gemacht und getan und haben viel rausgefunden, unter anderem, dass sehr, sehr viele, 2/3 der Deutschen keinen Spaß am Brillenkauf haben. Dann haben wir natürlich analysiert, warum ist das so und wie könnte man es ändern. Und haben dann uns eben unsere Geschichte zurechtgelegt, um eben zu sagen, Mensch, wie kann ich eigentlich den Kunden wieder ins Zentrum bringen beim Brillenkauf? Wie kann ich ihn enablen, empowern, Neudeutsch? Weil so groß sind die Hürden nicht. Man kann auch Brillen shoppen. Und das haben wir angefangen zu erzählen und bereitzustellen. Und dann hat es eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ich sag mal, wenn man ein sehr gutes Team zusammen hat, in der Frühphase vom Unternehmen, dann entwickeln sich sowas wie Mission, Strategie, Managementprinzipien, Führungskultur irgendwie so automatisch. Und das ist natürlich nicht mehr so, wenn das ein großes oder größeres Unternehmen ist, sondern dann muss ich mir tatsächlich aktiv Gedanken machen und muss die Kultur, die Werte, die Zielfindungsprozesse, die Kommunikationsprozesse aktiv managen. Kundenorientierung, Datengetriebenheit, Agilität und Kreativität. Findet was, woran ihr Spaß habt, wo ihr gut sein könnt, was die Rechnung bezahlen kann und was idealerweise noch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft hat. Schnell und gründlich ist natürlich die Antwort, die ja irgendwie nahe liegt. Ne? Brille. Geht nicht eins ohne das andere. Das Ziel und Wunschbild ist noch mehr Fahrrad, wobei ich es schon auch häufiger nutze. Netflix.